Okay, hallo alle zusammen. Mein Name ist Jürgen Groß. Ich bin bei SUSE im Virtualisierungsteam, arbeite relativ viel im Kernel, Linux-Kernel und im Xen Hypervisor. Und ich werde heute ein bisschen was erzählen über Sicherheitskorrekturen. Was sind überhaupt Sicherheitsprobleme? Wie entstehen die Korrekturen? Und jetzt das Ganze ein wenig exemplarisch am Beispiel der schönen Geschichte von Meltdown und Spectre erzählen, die ja vor knapp 4 Jahren öffentlich geworden sind und mich eigentlich auf das ganze Sicherheitsthema mit draufgebracht haben. So, was sind Sicherheitsprobleme? Muss man natürlich erstmal klären, wenn wir über Sicherheitskorrekturen sprechen, um welche Probleme handelt es sich hier, die da korrigiert werden sollen. Es gibt verschiedene Stufen. Die einfachste oder am wenigsten problematische ist sogenanntes Denial of Service. Das heißt, ein Angreifer schafft es, irgendeinen Service nicht verfügbar zu machen. Das kann über verschiedene Szenarien passieren. Man kann den Service einfach überlasten. Zum Beispiel wird es ja sehr gerne bei solchen Distributed Denial of Service Angriffen gemacht. Das heißt, ich gehe mit Tausenden von Bots auf einen Webserver zum Beispiel und bringe ihn dadurch dazu, einfach in Überlast zu gehen, sodass er den normalen Usern seine Antworten nicht mehr liefern kann. Es gibt auch die Variante, dass durch ein Sicherheitsproblem, was hier das Interessantere ist, es möglich ist, den Service oder das System komplett zu blockieren. Zum Beispiel durch einen Absturz von einem Webserver, also rein durch das Serverprogramm, den HTTP-Server oder auch das ganze System, also ein Crash, ein Panic. Das passiert dann meistens natürlich durch die Ausnutzung einer Sicherheitslücke. Aus Sicherheitssicht ist das vielleicht ärgerlich, wenn so ein Service blockiert wird. Problematisch ist es nicht wirklich. Man erkennt das Problem relativ schnell. Die Kiste steht, beziehungsweise die User rufen an und sagen, dass sie nicht reagiert. Irgendwelche kritischen Daten fließen nicht ab, weil ein totes System antwortet nicht mehr. Das heißt, ich kriege auch keine Daten mehr raus. Und logischerweise ist das System normalerweise auch nicht kompromittiert. Das heißt, wenn ich das Ganze wieder repariert habe, entweder die Kiste wieder hochgefahren habe oder entsprechende Firewalls oder sowas installiert habe, kann ich den Service wieder online nehmen und alles geht weiter wie vorher. Etwas problematischer ist das schon, wenn ich es als Angreifer schaffe, Daten unberechtigt zu lesen. Da gibt es natürlich wieder verschiedene Gründe dafür. Zum Beispiel könnte es sein, dass ich Daten schlicht und ergreifend nicht gesichert habe. Das heißt, ich habe ein Verzeichnis völlig öffentlich ins Web gestellt. Hört man ja öfters mal wieder, dass sowas passiert. Das heißt, ein Konfigurationsfehler ist auch ärgerlich, kann man schnell abstellen. Das hat nichts mit Sicherheitskorrekturen zu tun. Das ist lediglich eine Einstellungssache vom Server. Es ist denkbar, dass man Daten unverschlüsselt überträgt und die dadurch abgefangen werden. Das ist also im Prinzip Dummheit. Sollte man nicht tun, beziehungsweise wenn ein Programm das standardmäßig so macht, sollte man das Programm entsprechend ändern. Oder es kann sein, dass ich aus irgendeinem Grund es schaffe, die Sicherheitsabschottung, das heißt die Privilegienabschottung zu umgehen durch Ausnutzen einer Sicherheitslücke. Insgesamt ist das Lesen von unberechtigten Daten oder das unberechtigte Lesen von Daten eventuell problematisch, weil erstens dieser Lesezugriff meistens unbemerkt geschieht. Das heißt, der Angegriffene merkt nichts davon. Wenn sensible oder geheime Daten betroffen sind, kann das Ganze peinlich werden und gefährlich. Das System wird durch dieses Lesen nicht kompromittiert. Allerdings kann es sein, dass wenn entsprechende geheime Daten gelesen werden, dass dann das Ganze für einen weiteren Angriff ausgenutzt wird. Noch schlimmer ist es, wenn ich es als Angreifer schaffe, Daten unberechtigt zu verändern. Ich habe natürlich wieder die Möglichkeit,
dass die Daten ungenügend gesichert sind durch ein Konfigurationsproblem. Eine andere Variante ist, dass zum Beispiel unverschlüsselte Daten übers Internet übertragen werden und ich als Man in the Middle, also ich dazwischen klinke und dann Daten verändern kann und weiterschicken. Das ist natürlich auch wiederum normalerweise nur möglich, wenn keine gute Verschlüsselung benutzt wird oder auch gar keine Verschlüsselung. Oder eben wieder, wenn es irgendein Sicherheitsproblem gibt, das ich als Angreifer kenne und mich an der Absicherung der Daten vorbeimogeln kann. Das ist sicherheitstechnisch sehr problematisch, weil erstmal werden Datenveränderungen meistens erst spät bemerkt. Das heißt, ich kann da Unruhe stiften, ich kann den ganzen Server zu idiotischen Antworten bringen, ich kann den ganzen Ablauf stören. Wenn sensible oder geheime Daten betroffen sind, ist das auch nochmal natürlich unangenehm. Und das Verändern von Daten kann auch noch zu einer weiteren Kompromittierung des Systems führen. So ziemlich das Worst-Case-Szenario ist ein kompletter Einbruch ins System. Das heißt, ich schaffe es als Angreifer, mich privilegiert einzuloggen oder eventuell auch, wenn es mir gar nicht möglich sein sollte, einzuloggen, ich kann trotzdem Zugriff erlangen. Das ist natürlich am einfachsten möglich, wenn ich irgendwie Zugriff auf Zugangsdaten bekommen habe. Das heißt, eventuell durch einen Hacker oder jemand war so dumm, sein Passwort und User-Kennung auf den Zettel zu schreiben und so, dass man es sehen kann oder er hat den Zettel verloren. Das ist natürlich wiederum ärgerlich, aber für Sicherheitskorrekturen sicher kein Angriffspunkt. Es geht natürlich auch über Viren oder Trojaner. Das heißt, irgendjemand hat auf den falschen Link geklickt, dadurch wird ein lokales System infiziert und von da aus kommt man dann weiter. Oder es gibt eine echte Sicherheitslücke im System und ich kann die Privilegierungsgrenzen irgendwie überwinden, was natürlich wieder durch eine Sicherheitskorrektur korrigiert gehört. Ist ebenfalls, wie gesagt, sehr problematisch. Das System ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kompromittiert, wie man an den ganzen schönen Ransomware-Trojanern und Angriffen sieht, die genau das darauf abziehen. Man hat oft vollen Zugriff auf die Daten, wieder siehe Ransomware, und eventuell Zugriff auf weitere Systeme. Das ist ja auch so, wie diese Erpresserangriffe funktionieren. Man hangelt sich im Notfall von einem System zum weiteren, bis man wirklich im Kern der ganzen IT-Infrastruktur ist. Wie funktionieren jetzt Sicherheitslücken, also Lücken, die durch Programm oder irgendwelche Designfehler entstanden sind? Der allgemein beliebte Klassiker ist der Pufferüberlauf. Das ist wohl ziemlich das eines der ältesten bekannten Probleme. Das heißt, irgendwo wird eine Datenlänge nicht oder falsch geprüft und ich kann Daten über das Ende des eigentlichen Datenpuffers hinaus lesen oder im schlimmeren Fall schreiben. Beim Leserzugriff kann es sein, dass ich dann auf irgendwelche fremde oder geheime Daten Zugriff habe oder auf eben systeminterner. Und beim Schreibzugriff kann ich eventuell fremde Daten überschreiben oder ich kann Systemdaten überschreiben. Das kann zum Beispiel zu Abstürzen, Denial of Service führen. Da wären wir wieder in der ersten Kategorie der Sicherheitsprobleme. Es kann zur Überwindung von Privilegiengrenzen dienen. Das ist dann etwas übler. Und im Zusammenhang damit kann es auch zu Einbruch ins System dienen. Das wäre also auch nicht so schön. Es kann natürlich auch sein, dass ein anderer, simpler, mehr oder weniger simpler Programmierfehler vorliegt, den ich ausnutzen kann. In Trampelpfaden in der Programmierung sozusagen sind solche Fehler eigentlich in professionell oder in guter Software nicht mehr vorhanden. Die werden durch Tests und durch Reviews gefunden. Aber es gibt natürlich immer noch die Fälle, wo es zum Beispiel seltene Fehlerfälle in der Behandlung dieses Fehlers irgendein Fehler, ein weiterer Fehler drinsteckt, der
eben zum Beispiel zu einem Pufferüberlauf oder zu Privilegienüberschreitung oder so einlädt. Es gibt die sogenannten Race Conditions, das heißt, ich habe mehrere Threads, die parallel laufen und im geschickten Zusammenspiel es schaffen, irgendwelche Prüfungen zu umgehen oder in Sondersituationen zu kommen. Es gibt Fehler im Lock-Handling, das heißt, wenn ich zum Beispiel bestimmte Systemressourcen schützen muss vor konkurrierenden Zugriffen, habe ich Locks im System. Locks sind öfters zum Beispiel hierarchisch geschachtelt und wenn ich da jetzt in seltenen Fällen, in manchen Fehlerpfaden zum Beispiel, eine falsche Lochschachtelung habe, kann das zum Deadlock, also zum immerwährenden Hänger führen. Zum Beispiel der Thread 1 nimmt Lock A und wartet auf Lock B, während Thread 2 schon Lock B hat und auf Lock A wartet. Das wird sich nie auflösen, weil jeder auf den anderen wartet und keinen Fortschritt machen kann. Es gibt natürlich auch noch andere Fehler, zum Beispiel, dass irgendwo ein Zugriff eben nicht durch einen Lock geschützt ist oder nicht vollständig durch einen Lock geschützt ist. Und wohl auch eine der einfachsten Varianten, es gibt einen Fehler bei der Validierung von Daten. Das heißt, es wird irgendwelche Input-Daten im System, die vom User kommen, nicht ausreichend oder auf falsche Art und Weise geprüft. Oder es wird in einem Fehlerfall, der vor der eigentlichen Prüfung der Daten passiert, wird dann doch nochmal auf die Daten zugegriffen, ohne dass die Validierung stattfindet zum Beispiel. Die Varianten können natürlich alle munter miteinander gemischt werden und das sind eben Fälle jetzt wieder, die durch Sicherheitskorrekturen dann entsprechend korrigiert werden müssen, wenn man sie erkannt hat. In den letzten Jahren, also genauer gesagt seit vor 4 Jahren so richtig ins Bewusstsein gerückt, sind die sogenannten Seitenkanalangriffe. Hierbei handelt es sich größtenteils nicht um Softwareprobleme oder nur indirekt, sondern es handelt sich um Prozessorprobleme, Designprobleme in modernen Mikroprozessoren. Erster Seitenkanalzugriff, an den ich mich erinnern kann, das dürfte 2012 oder 2013 gewesen sein, wo man erkannt hat, dass Prozessoren mit mehreren Threads pro Kern es erlauben, zum Beispiel bei Verschlüsselung aus dem Zeitverhalten daraus auf den Schlüssel zu schließen, der auf einem anderen Thread gerade pausenlos bearbeitet wird. Das war ein mehr theoretisches Problem, weil wer arbeitet schon auf demselben Schlüssel für Stunden, damit man auf dem anderen Thread dann durch mühsame Zeitanalyse dann die einzelnen Bits rauskriegen kann. Aber das Problem war hier schon erstmalig eigentlich erkannt, weil die beiden Threads sich eben verschiedene Ressourcen im Prozessor teilen, wie zum Beispiel die ALUs und ähnliches, den TLB-Caches kann man eben durch Zeitverhalten vom einen Thread auf das Processing auf dem anderen Thread schließen. Wesentlich mehr ins Bewusstsein geraten ist das Ganze vor knapp 4 Jahren, als Meltdown und Spectre publik wurden. Das Grundprinzip ist ja ähnlich wie bei dem ursprünglichen Seitenkanalangriff, dass nämlich interne Prozessordaten wie Caches, TLB, irgendwelche Store-Buffer oder ähnliches durch spekulative Ausführungen, da komme ich gleich noch drauf, oder einen anderen Thread auf demselben Core modifiziert werden, was auf dem angreifenden Thread durch unterschiedliche Ausführungszeiten beobachtbar wird. Ich werde das Ganze noch etwas näher beschreiben, wie das Ganze funktioniert. Und das Witzige an der Sache ist, dass zum Beispiel bei Meltdown designschwächend in der Hardware bei spekulativer Ausführung Privilegierungsgrenzen überwinden helfen. Das Besondere bei diesen Problemen vor knapp 4 Jahren war, dass hier Sicherheitsprobleme entdeckt wurden, die nicht nur ein spezielles Prozessormodell oder eine Architektur betreffen, sondern zum Beispiel Spectre V1 gibt es auf x86 von
Intel und AMD, es gibt es auf ARM, es gibt es auf 93-Anlagen, in PowerPC, Spark glaube ich auch, MIPS bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, man sieht schon, es streut sehr weit. Ein weiteres Problem ist, dass das sind Hardware-Probleme letztendlich. Die Behebung dieser Probleme den lieben Kollegen in der Software überlassen wird. Man kann kaum darauf warten, dass nach Entdecken von so einem Problem weltweit sämtliche Prozessoren ausgetauscht werden. Das wäre etwas langwierig. Die Hardwarehersteller können nur teilweise Unterstützung bieten, indem sie Microcode-Updates machen. Und auch diese Microcode-Updates sind sehr komplex, dauern lang, bis sie entwickelt sind. Und die Hersteller leiden oft darunter, dass der Microcode-Space, also der Bereich des Microcodes, sowieso nicht gerade üppig bemessen ist und nur wenig Platz dort für umfangreiche Änderungen besteht. Außerdem ist es dann meistens auch noch so, dass zum Beispiel Intel, da weiß ich es definitiv, es nicht gerade liebt, solche Probleme allgemein für immer zu beheben, weil das Ganze Performance kostet. Das heißt, man will als Prozessorhersteller das Ganze schaltbar machen. Es gibt ja genug Systeme, die nicht Sicherheitsangriffen ausgesetzt sind. Das heißt, zum Beispiel im High-Performance-Computing geht man normalerweise davon aus, dass die Leute, die Zugriff aufs System haben, das auch dürfen und dort nicht irgendwelche geheimen Daten rauslesen wollen. Das heißt, für High-Performance-Computing ist es interessant, eben diese Performance-Einschränkungen durch diese Microcode-Updates nicht in Kauf nehmen zu wollen. Das heißt, man macht das Ganze schaltbar, was wiederum natürlich auf Software-Ebene im Betriebssystem entsprechend behandelt werden muss. Die Korrekturen sind teilweise sehr umfangreich. Das sind also teilweise Tausende von Codezeilen in kritischen Bereichen, zum Beispiel Memory Management. Wie gesagt, die Performance leidet teilweise deutlich, wenn man diese Sicherheitsschaltungen aktiviert. Und die Entwicklungszeiten dieser Korrekturen dauern teilweise sehr lange. Im Monatsbereich, wir sind jetzt, glaube ich, bei manchen Problemen auch schon durchaus bei einem Jahr gelandet. Was ist jetzt eigentlich spekulative Ausführung? Das ist was ganz Hübsches, was man sich vor diversen Jahren, ich glaube, bei x86 war es der Pentium 5, der das erstmalig eingeführt hat. Der Prozessor nutzt also Leerlaufzyklen, zum Beispiel, wenn er darauf wartet, dass Speicher in den Cache geladen wird, um zukünftige Prozessorbefehle spekulativ auszuführen. Das heißt, er ändert den sichtbaren Zustand, Registerinhalte, Speicherinhalte nicht, aber er kann zum Beispiel Cache-Zeilen, TLB-Inhalte oder Ähnliches schon mal laden. Das, was eigentlich normalerweise am langwierigsten ist. Spekulativ ausgeführte Befehle werden später entweder weggeworfen, wenn falsch spekuliert wird, oder sie werden bestätigt und dann entsprechend die Änderungen eben in den architekturell sichtbaren Zustand übernommen. Logischerweise funktioniert das nur, wenn man oder nutzt eben nur was, wenn man auch riskiert, dass eben Daten für spekulative Ausführung falsch waren. Das heißt, es war ein Speicherinhalt abgefragt auf einen bestimmten Wert. Der Speicherinhalt ist noch nicht da. Man könnte jetzt einfach warten oder man kann sagen, naja, die letzten Male ist diese Verzweigung auf den True-Pfad abgelaufen, also probiere ich das jetzt wieder oder ich würfle einfach als Prozessor, welchen Pfad ich ausführen soll und mache da weiter. Wenn es falsch war, kann ich das Ergebnis immer noch wegwerfen. Und da wird das Ganze dann nämlich interessant. Wenn man nämlich den Prozessor dazu bringt, spekulativ etwas auszuführen, was er sonst gar nicht ausgeführt hätte oder beziehungsweise mit anderen Daten auszuführen, als er es eigentlich gedacht hätte.
Und der Prozessor kann teilweise viele hundert Befehle in die Zukunft spekulativ ausführen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, das ist nach dem Interrupt-Handling, da passiert bestimmt nichts mehr. So einfach ist das leider nicht. Es gibt allerdings Befehle, die spekulative Ausführung blockieren. Die kosten natürlich wiederum Zeit. Das heißt, eine der Performance-Maßnahmen unterlaufe ich damit. Das heißt, wenn ich diese Befehle massiv in großer Anzahl einführe im System, habe ich ein Performance-Problem nachher wieder. Beispiel ist zum Beispiel, wie Meltdown funktioniert. Was kann ich als User machen? Ich kann spekulativ den Cache auslesen. Und zwar mit einfachen, jetzt in C-Notation, ich frage Speicherstelle X ab, ob das Bit, das niedrigste Bit gesetzt ist. Wenn ja, setze ich eine Variable auf 0. Das Ganze wird spekulativ ausgeführt. Das heißt, ich sorge dafür, dass das Ganze in Schleifen gerne verwendet wird. Das ist Usercode in dem Fall natürlich. Auf Y darf ich problemlos als Userprogramm zugreifen. Das heißt also eine lokale Variable von mir. Auf X kann ich normalerweise nicht zugreifen, dürfte ich nicht. Im Meltdown-Fall kann ich das spekulativ aber durchaus erreichen, weil Meltdown bedeutet, bei spekulativen Zugriffen werden Privilegien nicht sauber getestet oder überhaupt nicht getestet. Das heißt, wenn X jetzt eine Systemadresse adressiert, kann ich spekulativ als User trotzdem den Befehl Y gleich 0 ausführen. Das heißt, ich sehe danach, wurde die Cache-Line von Y reingeladen. Das kann ich über Zeitüberwachung nachträglich feststellen. Daraus sehe ich dann, hoppla, das niedrigste Bit von X war gesetzt. Und das kann ich über verschiedene Bits, über alle Bits von X durchiterieren und dann über die ganzen Bytes gehen. Das heißt, Meltdown erlaubt es prinzipiell bei geschickter Programmierung, Speicher, Systemspeicher zu lesen. Das ist also wirklich ein Worst-Case-Szenario. Wie gesagt, die spekulative Ausführung missachtet die Zugriffsrechte. Das bösartige Programm kann den Cache über spekulative Ausführung mit beliebigen privilegierten Daten füllen und dann eben den Cache entsprechend über weitere spekulative Ausführung auslesen. Die Vermeidung besteht darin, während der Ausführung von Userprogrammen keine kritischen privilegierten Daten adressierbar zu haben. Die sogenannte Page Table Isolation. Das heißt, das, was vorher eigentlich immer so schön war, wenn ich User- und System-Mode habe, ich durch Privilegien-Bit entsprechend getrennt. Ich kann dieselben Page Tables theoretisch verwenden. Das heißt, das spart mir viel Zeit und viel Arbeit. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, ich brauche eigene Page Tables für Kernel und User-Mode. Was performancemäßig nicht so toll war, man hat es teilweise abfangen können, aber insgesamt war das ein relatives Desaster und vor allem war es sehr aufwendig, diese Patches zu entwickeln. Spectre V1 war ein anderes Problem, das eben sehr architekturübergreifend vorhanden ist. Ich bin in der Lage, als Userprogramm die Sprungvorhersage des Prozessors falsch zu trainieren. Und zwar kann ich das ausnutzen, indem ich den Test eines Array-Index spekulativ so trainieren kann, dass ich die Sprungvorhersage nach dem Array-Index-Test so trainieren kann, dass spekulativ über das Ende des Arrays hinaus zugegriffen wird. Und wenn ich das gut mache, kann ich damit fast den gesamten Systemspeicher wieder in den Cache bringen, sukzessive. Erfordert natürlich leicht über System aufrufbare erreichbaren Code, der von einem vom User kontrollierbaren Array-Index verwendet. Vermeiden kann ich das Ganze nur, indem ich den problematischen Code mit Spekulationsbarrieren versehe, was aufwendig ist, weil ich muss jede einzelne Stelle identifizieren und entsprechend instrumentieren. Aber es ist bisher keine allgemeine, einfache Lösung dafür gefunden worden, das anders zu verhindern, das Problem.
Spectre V2 ist ähnlich gelagert, allerdings geht es hier nicht um die normale Sprungvorhersage, sondern die Sprungvorhersage für indirekte Sprünge. Hauptsächlich Intel x86 Prozessoren betroffen, andere bin ich im Moment nicht sicher. Ich glaube, ARM gab es teilweise Modelle, bei denen es auch der Fall war. Dort ist es möglich, diesen indirekten Sprungvorhersagemechanismus mit eigenen Sprungadressen aus dem User Mode zu verseuchen sozusagen. Und dann bei einem indirekten Sprung aus dem Kernel kann es dazu führen, dass User Code spekulativ ausgeführt wird, was ich natürlich wiederum dafür nutzen kann, den Cache mit beliebigen Daten spekulativ zu füllen. Vermeidung ist zum einen natürlich Prozessor-Upgrades und zum anderen die Möglichkeit, indirekte Sprünge von Compiler durch spezielle Software-Techniken zu ersetzen, die dieses Problem umgehen, allerdings auch wieder Performance-Kosten. Moderne Prozessoren sind jetzt entsprechend schaltbar gemacht, dass sie die Sprungvorhersage über Privilegiengrenzen hinweg nicht mehr erhalten. Aber das kostet natürlich auch wieder Performance, um das Ganze wieder zu füllen. So, jetzt sind wir beim eigentlichen Kernthema. Wie erstelle ich überhaupt Sicherheitskorrekturen? Muss man sich erstmal anschauen, wie sieht denn der Prozess aus? Irgendjemand entdeckt also ein Sicherheitsproblem und im Gutfall meldet er das an den Sicherheitskontakt des betroffenen Produkts. Im Schlechtfall ist es ein Zero-Day-Exploit und das ganze Weitere ist nicht mehr relevant, weil das Problem wird entweder bekannt, bevor das Sicherheitsteam überhaupt Kenntnis davon hatte oder bevor irgendwie eine Maßnahme getroffen werden konnte. Das heißt, die entsprechende Korrektur kann völlig im Offenen wie eine normale Fehlerkorrektur vorgenommen werden. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Im Gutfall also, der Entdecker war ein Good Guy sozusagen, wird das eben entsprechend gemeldet. Und dieser Sicherheitskontakt, je nach Größe des Projektes, kann es ein Team sein oder eine einzelne Person, verifiziert, dass das Problem wirklich ein Sicherheitsproblem ist. Und spricht dann mit dem Entdecker ab, wann das Ganze veröffentlicht wird oder veröffentlicht werden soll. In vielen Fällen ist es so, dass das Ganze ein Sicherheitsforscher gefunden hat und damit zum Beispiel gerne seine Meriten ein wenig aufhübschen will. Das heißt, er wird das wahrscheinlich bei einer Konferenz vorstellen wollen. Ich habe ein tolles Problem gefunden, XY. Das heißt, vor dieser Tagung zum Beispiel, wo das vorgestellt werden soll, muss das Ganze behoben sein. Es gibt auch genug Fälle, wo der Entdecker sagt, ist mir im Wesentlichen egal, ihr solltet das halt möglichst bald korrigieren und je nach Schwere des Problems und Komplexität der Korrektur kann es eben ein wenig dauern. Wie gesagt, Meltdown waren diverse Monate und andere Sicherheitsprobleme sind auch eher langwierig, andere gehen relativ schnell. Das Sicherheitsteam wird dann eine Korrektur erstellen im Normalfall. Es gibt natürlich Fälle, wo das Problem in einem Bereich ist, wo das Sicherheitsteam sich nicht so gut auskennt, es sind nur wenige Leute. Das werden dann hierfür eventuell andere Entwickler hinzugezogen. Natürlich wird vorher abgeklärt, dass die brav sind und das Embargo nicht verletzen. Das heißt, sie müssen, bevor sie überhaupt wissen, worum es im Detail geht, einwilligen, nichts nach außen dringen zu lassen. Besteht eine Korrektur, werden eventuell Interessierten, also die sich dafür qualifiziert haben, zum Beispiel Distributionen, wird die Korrektur vorab zur Verfügung gestellt, sodass bei Bekanntgabe des Sicherheitsproblems auch gleich die Distributionen entsprechende Sicherheitskorrekturen verteilen können. Und am Ende des Embargos werden dann natürlich das Problem und die Korrekturen veröffentlicht. Das Ganze setzt jetzt voraus, sowas wie zum Beispiel Open Source, wie jetzt proprietäre Entwickler mit sowas umgehen, darf natürlich
jeder selbst entscheiden, jede Organisation, die proprietäre Produkte entwickelt. Aber normalerweise werden die Entdecker von Problemen eben irgendwann auch ungeduldig und sagen, also hört mal, jetzt könnt ihr langsam mal in die Pötte kommen oder ich veröffentliche das Problem einfach. Problematisch ist das Ganze, dass natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Beteiligten dabei sind. Das bedeutet, man muss sich als Sicherheitsteam in fremden Code schnell einlesen können. Und man muss natürlich auch irgendwelche Korrekturen dann auch gut testen können, was teilweise schwierig ist, weil man dafür Infrastruktur braucht, größere. Der Zeitrahmen liegt normalerweise bei normalen Sicherheitsproblemen im Wochenbereich, kann auch durchaus länger werden. Hauptziel ist natürlich, das Problem irgendwie geflickt zu haben. Wenn das Ganze nicht optimal möglich ist, ist es auch wieder denkbar. Optimierungen können später öffentlich immer noch entwickelt werden, aber Hauptsache ist, je nach Schwere des Problems natürlich, man hat das Loch erstmal geflickt. Oft muss man natürlich auch ältere Produktversionen korrigieren. Linux-Kernel werden dann Backports gemacht und andere Produkte. Es kann natürlich auch sein, dass irgendein Hersteller sagt, das Problem war jetzt so komplex, alle müssen auf die neueste Version updaten, die das Problem behoben haben wollen. Und wie gesagt, der Entdecker bestimmt über das Datum der Veröffentlichung und er bestimmt auch, wer von dem Problem etwas erfährt. Das heißt, es bleibt dem Entdecker jederzeit genommen, dass er irgendjemand sagt, hey Leute, schaut mal, ich habe ein tolles Problem gefunden oder so. Da kann man als Sicherheitsteam, außer sich ärgern, vielleicht nichts machen. Aber gut, das ist natürlich wiederum eine Sache für das Renommee des Entdeckers, ob er da mitspielt mit den normalen Prozessen oder nicht. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze bei Meltdown im Linux-Kernel abgelaufen ist. Das Problem wurde im Juli 2017 entdeckt, im Januar 2018 schließlich veröffentlicht. Das heißt, das war ein halbes Jahr. Interessanterweise haben die Entdecker damals gar nicht sofort erkannt, was sie da eigentlich gefunden hatten. Sie hatten erstmal gedacht, sie haben nur eine Methode gefunden, um die Adressraumverwürfelung Linux-Kernel umzugehen. Das heißt, der Linux-Kernel hat eine Funktionalität, um es Angreifern schwerer zu machen, zum Beispiel bei Pufferüberläufen oder so, das System zu übernehmen, dass er sich im virtuellen Adressraum etwas verschiebt, also dass es nicht einfach nachzuvollziehbar ist, dass immer dieselbe Funktion auf derselben Adresse ist. Als das Problem an Intel gemeldet wurde, hat Intel relativ schnell entdeckt, dass das viel, viel schlimmer ist als gedacht und hat dementsprechend auch nur sehr, 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 sehr wenigen Entwicklern erlaubt, an der Behebung zu arbeiten. Es waren also, ich glaube, 3 oder 4 Leute im Linux-Kernel, im Xen Hypervisor, wo ich mit tätig bin auch, war also nur ein einziger, der dran arbeiten durfte. Was im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel für den Xen Hypervisor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein Meltdown-Patch zur Verfügung stand. Die endgültigen Patches im Linux-Kernel waren erst ungefähr einen Monat vor Veröffentlichung des Problems fertig. Das heißt, zur Rückportierung auf ältere Kernel war das Ganze sehr knapp. Und das war der Zeitpunkt, zu dem ich Kenntnis von dem Problem erhalten habe, weil wir eben SUSE intern ältere Kernel auch noch das Problem beheben mussten. Und ich dann ein sehr angenehmes Weihnachtsfest und so verleben durfte. Die letzte Woche von 2017 habe ich, glaube ich, 80 Stunden oder so daran gearbeitet. Das war nicht wirklich optimal. Und wie gesagt, Xen Hypervisor war zum Beispiel nicht gepatcht, weil Intel sehr restriktiv war. Wie gesagt, die Hauptprobleme mit den Meltdown-Patches waren, es war sehr wenig Zeit für die Rückportierung. Nur sehr wenige Leute waren eingeweiht.
und selbst explizite Anfragen, Intel zusätzliche Entwickler hinzuzuziehen, wurden abgelehnt, was natürlich nicht wirklich geholfen hat. Und auch relativ viel Unmut gerade in Open-Source-Projekten hervorgerufen hat. Die ersten Korrekturen in Xen gab es dann erst Ende Januar. Das war relativ grobe Umgehung mit 20% schlechterer Performance. Die endgültige Variante, an der ich auch mitgearbeitet habe, mit fast gleicher Performance wie ohne Meltdown, kam erst im Mai. Das war relativ komplex, waren verschiedene Fehlversuche dabei. Das Ganze war interessant, aber nicht wirklich einfach. So, kommen wir langsam zum Ende. Sogar innerhalb der richtigen Zeit, das ist schön. Intel hat glücklicherweise von dem Meltdown-Desaster gelernt. Die Kommunikation ist deutlich besser geworden. Als Folge davon zum Beispiel hat sich ergeben, das Sicherheitsteam der wesentlichen OS-Anbieter, also Linux-Kernel-Community, Xen-Community, Microsoft, Apple, Red Hat, SUSE, Canonical, NVIDIA, Citrix, Oracle, Amazon und Google und Intel arbeiten inzwischen zusammen. Das heißt, es gibt einen ständigen Austausch zwischen diesen Gruppen, eine Arbeitsgruppe, die immer noch aktiv ist. Und außerdem haben die Prozessorhersteller eine Vereinbarung getroffen, sich untereinander über neue Problemfelder zu informieren, damit sowas wie Spectre V1 nicht irgendein Prozessorhersteller kalt erwischt. Das heißt, wenn irgendwelche prinzipiell neuen Probleme entdeckt werden, dann sagt man, Leute, zum Beispiel, wir haben entdeckt, dass die Sprungvorhersage jetzt irgendwie problematisch ist, schaut euch das mal genauer an. Oder spekulative Ausführung ist jetzt natürlich bekannt, aber im Allgemeinen eben solche Dinge. Es gibt relativ wenig architekturübergreifende Problemfälle natürlich, aber just in case hat man das Ganze eben entsprechend aufgebohrt, damit die User da nicht irgendwie im Regen stehen gelassen werden. Und die Prozessorhersteller sind halt über ihren Schatten gesprungen, auch mal nicht alles komplett geheim zu halten, sondern durchaus mit anderen zu reden. Ja, das war eigentlich der wesentliche Vortrag. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Oder habe ich jetzt alle erschlagen? Genau, Fragen könnt ihr in dem Link, den ich in den Chat eingetragen habe, fragen. Genau, da müssten wir dann auch hinwechseln am besten. Das ist auch ein Jitsi-Raum. Gut, ich bin dann mal in dem Fragenraum. Also wenn Fragen sind, genau. Ich werde da noch ein bisschen rumhängen. Mhm.